Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal am 15.06.2020. Heute ist Montag, ich war bei Christoph. Das war ganz sinnvoll und hat mir einiges gebracht, weil ich mich momentan ziemlich leer fühle. Ich kann zwar noch immer keinen Grund nennen, aber ich konnte darüber sprechen und deswegen geht es mir besser. Claudia war heute Nachmittag da. Wir haben nicht viel gemacht, außer getratscht und Kaffee getrunken. Es war ganz schön mit ihr. Aber uns fällt immer nicht viel zu tun ein. Am Freitag bin ich bei Kerstin. Und auf das freue ich mich schon, auch wenn noch ein paar Tage hin sind. Und am Donnerstag kommt Sonja. Morgen kommt dieser Claudia. Auf das freue ich mich auch schon. Ich hoffe, uns fällt mehr ein. Aber es gibt im Moment einfach nicht genug zu tun. Wir haben die nächsten Monate vom Dienstplan her besprochen. Ich muss das noch mit Sonja abklären, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht genau, was Sonja dazu sagen wird und ob es sie passt oder nicht, aber ich werde es am Donnerstag mit ihr besprechen. Wir verringern jetzt auf 51 Stunden oder 52. Und den Rest macht Sonja. Ich kann so an die 100 Stunden im Monat brauchen. Bis Ende des Jahres. Und dass meine Eltern im September fortfahren, schaut momentan nicht so aus, aber das fände ich schade, weil ich habe mich schon drauf gefreut und aber dann brauchen wir nicht so viele Stunden. Und dass meine Mutter in August auf Reha fährt, wissen wir ja schon, aber da müssen sich Sonja und Claudia abwechseln. Beide haben Anfang August frei. Das ist zwar ein bisschen blöd gewählt, weil beide frei haben, aber dann habe auch ich ein bisschen frei und es ist weniger stressig. Ich habe hier einen riesen Pickel, der sich nicht ausdrücken lässt und der tut ganz schön weh. Ist halt total gerötet. Und hier habe ich noch einen Kratzer, aber da ist nichts mehr drin. Ich benutze das Palace Choice Zeug jetzt wieder regelmäßiger. Und dadurch hoffe ich, dass die Haut wieder besser wird. Obwohl ich jetzt im Moment nur diese zwei Stellen habe. Und das eh nicht so viel ist. Aber der geht einfach nicht raus. Ich habe schon überlegt, ob ich Zugsalbe drauf tue. Aber es wird nichts bringen. Und dann bin ich schwarz im Gesicht. Er nässt die ganze Zeit, brennt und tut weh und es kommt aber nichts raus. Obwohl es aussieht, als wäre ein weißer Punkt drauf, aber das täuscht. Meine Mutter hat auch schon probiert, den auszudrücken. Und wenn man zu fest drückt, habe ich einen blauen Fleck. Es sieht auch nicht gut aus. Mir geht's heute besser als gestern. Ich bin da sehr müde und habe mir sehr schwer getan beim Aufstehen heute Morgen. Aber
Mach jetzt bis 7:30 auf. Jetzt wird's 8 und jetzt habe ich mich hingelegt, weil ich schon sehr müde bin und noch ein paar Sachen machen möchte am Laptop. Ich habe Angst, dass mein Laptop kaputt geht, weil das da so einen Kabelgate gibt, der genau mein Modell betrifft von 2016, Ende 2016. Und ich habe schon Bildausfälle gehabt, aber es hat sich immer wieder normalisiert. Und ich hoffe, dass es noch etwas durchhält. Und dass ich bis dahin genug gespart habe, um irgendeine Lösung für einen neuen Laptop zu finden. Da ich nur Apple-Produkte gewöhnt bin, möchte ich auch nicht unbedingt auf einen Laptop, Windows-Laptop umsteigen. Das wäre nur in absoluten Notfällen eine Möglichkeit. Das Wetter war heute ziemlich schlecht. Es hat den ganzen Vormittag geregnet. Nachmittags war es ein bisschen besser. Da hat es mal aufgehört zu regnen, aber es war sehr kalt. Und ich war nur circa eine Stunde draußen. In der frischen Luft war ich auch nicht so müde. Ja. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen ruft Kerstin an. Ich weiß nicht, ob ich ihr dann von allem berichte, aber oder ob ich mir was für Freitag aufhebe, aber ich freue mich schon, wenn sie sich meldet und den Rest besprechen wir dann am Freitag. Heute sind meine ersten Converse angekommen, weil ich ja zwei Paar auf Kleiderkreisel bestellt habe. Das andere Paar wurde noch nicht mal weggeschickt. Das finde ich sehr schade, aber was soll ich machen? Ich kann es auch nicht ändern. Wenn in 10 Tagen das nicht weggeschickt wird, bekomme ich das Geld zurück. Ja, wie gesagt, sonst gibt's nicht viel Neues. Mein Vater ist heute im Nachtdienst. Und ich werde jetzt noch ein bisschen rumgucken und dann abdrehen. Und morgen lange schlafen. Und dann, ja, mal gucken. Morgen kommt Gott sei Dank nicht die Volkshilfe, sondern erst übermorgen. Und deswegen kann ich morgen lang schlafen. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wann ihr mir das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.